Und ja, damit möchte ich auch ja, Sie alle herzlich begrüßen zum letzten Webcast unserer Webcast-Serie für das erste Halbjahr. Wie man sieht und wie Kerem schon gesagt hat, ja, heute mal in einem ganz anderen Format, in einem ganz anderen Setting. Und ja, heute als Thema haben wir uns einfach mal ausgesucht, da viele Interessenten, aber auch Endkunden, die sich schon für unser DMS entschieden haben oder noch in der Entscheidungsphase sind, dann halt fragen, ja, welche Möglichkeiten der Datenhaltung habe ich überhaupt mit unserem DMS? Wo werden die Daten überhaupt abgelegt? Welche Unterschiede gibt es da eventuell zwischen den Möglichkeiten, die ich habe? Und ja, das möchten Kerem und ich einfach heute mal ja in der lockeren Atmosphäre bei einem Kaffee einfach mal ein bisschen ja, diskutieren und mal die unterschiedlichen oder die beiden Repository-Arten SharePoint Online und Azure Blob Storage einfach mal ein bisschen näher beleuchten. Und ja, ganz kurze Vorstellung. Ich habe gesehen, es sind ja auch ein paar Webcast-Neulinge jetzt dabei, die noch nicht bei einem Webcast von uns dabei waren. Mein Name ist Max Krampe. Ich bin im Bereich Marketing und Partnermanagement bei Simova tätig und bin jetzt auch seit knapp 3 Jahren dabei. Und heute mitgebracht habe ich meinen geschätzten Kollegen Kerem. Kann sich auch gerne selber einmal vorstellen. Ja, sehr gerne, Max, und auch herzlich willkommen meinerseits. Ich bin der Kerem Kikic und bin seit jetzt ungefähr 4 Jahren Sales Consultant bei der Simova und freue mich einfach heute, dass wir Azure Blob Storage und die SharePoint-Anbindung einfach mal ein bisschen diskutieren. Wie gesagt, bei einem Local Kaffee, also dass wir einfach mal das auch das Gefühl bekommen, wie man diese Repository-Arten mit dem DMS anbinden kann. Alles klar. Sehr gut. Fangen wir auch direkt damit an. Max, was werden wir denn heute alles besprechen? Ja, generell schauen wir uns einfach mal die beiden Repository-Arten Azure Blob Storage und SharePoint Online an. Das heißt, wir werden einfach mal ein bisschen über die technischen Daten sprechen, welche Möglichkeiten wir haben mit diesen beiden Repositories, aber natürlich auch mal die Kostenseite beleuchten. Werden uns dann auch noch mal ein bisschen über das Zusammenspiel dieser Repositories mit unserem DMS unterhalten. Aber auch noch mal ein bisschen auf die Unterschiede und die einzelnen Benefits dieser Repositories eingehen. Danach wirst du noch mal eine kurze Live-Session sozusagen einstreuen, wo wir einfach mal die Einrichtung dieser beiden Systeme in unserem DMS einfach mal uns anschauen und haben danach natürlich dann noch mal Zeit für eine Fragerunde, wo wir dann alle Fragen, die während des Webcasts aufkommen, dann einfach klären können in einer ja, lockeren Runde. Und würde dann auch einfach jetzt sagen, wir starten auch direkt rein. Kannst du einfach mal zum Beispiel ein bisschen erläutern, ja, was der SharePoint Online überhaupt ist und ja, welche Möglichkeiten ich damit habe? Ja, sehr gerne. Ja, das fangen wir an mit dem SharePoint Online. SharePoint Online ist eine Plattform von Microsoft, eine cloudbasierte Plattform, in der grundsätzlich Inhalte erstellt werden können, sodass eine Art Zusammenarbeit intern in einem Unternehmen gewährleistet wird. Dort kann man Dokumente erstellen, verwalten und quasi eine Art im privaten Net ja, Gebrauch kennt man vielleicht cloudbasierte ja, Anbindungen auf dem Handy. Zum Beispiel auch dieses Google-Speicher oder auch im Apple bietet auch eine Apple Cloud an, sodass man dort Dokumente einfach auch hochladen kann und jederzeit auch wieder downloaden kann. Da ist das SharePoint einfach sehr gut, dass es halt da die Anbindung auch einfach gewährleistet und das dann auch nahtlos mit dem DMS. Das heißt, wenn wir uns im Business Central bewegen, können wir direkt mit dem SharePoint das DMS anbinden, sodass wir dort ohne uns in der SharePoint zu navigieren, können wir direkt die Dokumente über das DMS direkt ja, archivieren und auch verwalten. Das ist so der SharePoint. Aber genau im Gegenzug, was ist denn das Azure Blob Storage? Kannst du da vielleicht ein bisschen mehr zu erläutern? Klar, ja, Azure Blob Storage ist an sich eine Plattform, die für die reine Datenhaltung und Datenspeicherung optimiert ist. Azure Blob Storage bietet halt eine exzellente Performance, vor allen Dingen bei großen Datenmengen, ist maximal skalierbar. Zum Beispiel hat Azure Blob Storage ein Pay-as-you-go-Modell. Das heißt, man bezahlt wirklich auch nur für die Speicherkapazitäten und die Ressourcen, die man tatsächlich auch verwendet und passt sich halt dadurch den Anforderungen, die man an das System stellt, ideal an. Natürlich kann, wie du auch gerade schon beim SharePoint die Vorteile erwähnt hast, Azure Blob Storage auf Wunsch auch revisionssicher eingerichtet werden, sodass die Daten halt auch für Wirtschaftsprüfer etc. Ja, sicher abgelegt werden, für eine gewisse Zeit unveränderbar und nicht löschbar sind. Wir können Dokumente ganz normal versionieren, wie man es von einem Dokumentenmanagement auch gewohnt ist. Und wir können auch entsprechend zu den einzelnen Dokumenten die Metadaten ablegen, sodass wir sie im Nachhinein wieder schnell und einfach auffindbar machen können. Ja, wie bereits gesagt, mit dem Pay-as-you-go-Modell gestaltet sich das Modell von Azure Blob Storage sehr flexibel. Wir haben unter anderem drei Ablageebenen.
Das wäre zum einen der Hot-Tier, also das ist in sogenannte Tiers unterteilt. Der Hot-Tier ist sozusagen optimiert für Dokumente, die sehr häufig angefasst werden. Das heißt, sie werden sehr häufig neu abgelegt, wieder abgerufen, neu gespeichert. Dann gibt es eine sozusagen mittlere Ablageebene, das ist der Cold-Tier sozusagen. Das ist dann eher für Dokumente, die eher seltener angefasst werden. Die Empfehlung von Microsoft Azure-Seite ist da so einmal alle 30 Tage ungefähr, wenn man die Dokumente anfasst. Und dann haben wir noch den Archival-Tier, der eher für die Langzeitarchivierung von Dokumenten vorgesehen ist. Da gibt es so die Richtlinie ungefähr vielleicht einmal im halben Jahr, wenn überhaupt, wenn man da die Dokumente anfasst, dann sollte man die eher im Archival-Tier ja, speichern oder archivieren. Ein wichtiger Vorteil von Azure Blob Storage ist in dem Sinne, dass es nicht userabhängig ist, sondern wir halt wirklich nur für die reine Speicherkapazität bezahlen und hinzu kommen noch ja, kleine Gebühren im Endeffekt für Aktionen, das heißt für Lese- und Schreibvorgänge. Aber da sind das im Endeffekt Centbereiche für 10.000 Zugriffe im Monat, was ja wirklich dann auch bei hohen Zugriffszahlen nicht wirklich sehr stark ins Gewicht fällt. Ja, ich würde sagen, wir kommen auch direkt zum nächsten Punkt. Das ist nämlich das Zusammenspiel der beiden ja, Produkte sozusagen mit unserem DMS. Du als jemand mit Projekterfahrung im Bereich DMS mit der SharePoint-Anbindung kannst du mir doch bestimmt einfach mal ein bisschen erzählen, wie sich ja, unser DMS zusammen mit dem SharePoint Online verhält. Ja, sehr gerne. Auch dort, das DMS kann man direkt aus dem App Store installieren. Wir werden auch gleich in einer Live-Demo auch kurz anreißen, wie schnell sogar die Anbindung ermöglicht werden kann und wie nahtlos dann auch die Verbindung vom SharePoint bis hin zum DMS in Business Central funktioniert. Aber auch da setzt das DMS genau auf den SharePoint Online. Das heißt, im DMS gibt es eine Struktur oder eine Struktur wird gegeben. Das sind die Dokumentenbibliotheken, Inhaltstypen und Metadaten, die du schon bereits angesprochen hast. Und die werden in das SharePoint veröffentlicht, sodass wir dort Dokumente anhand von Schlagwörtern auch direkt und Dokumentenarten direkt archivieren können. Das heißt aber auch dort müssen wir, wie gesagt, nicht in den SharePoint abtauchen, sodass im DMS über die Factbox wir auf die Dokumente zugreifen können und diese auch downloaden oder auch verwalten können. Auch dort, du hast bereits die Revisionssicherheit angesprochen, auch in diesem Kontext bietet das SharePoint auch eine Revisionssicherheit an. Vom einzigen Aspekt, dass man dafür gewisse Lizenzen benötigt, da ist das SharePoint flexibel, da das, wie gesagt, eine Plattform ist, eine cloudbasierte Plattform, jetzt nicht nur für die Dokumentenablage per se ist, sondern es bietet einfach eine benutzerfreundliche Oberfläche, sodass dort einfach Microsoft einen anderen Fokus hat. Hier kann Microsoft sagen, dass man den entweder für den internen Gebrauch nutzt oder, wie wir es schon haben, viele Interessenten und Neukunden nutzen bereits Office-Pläne. Das heißt, in diesen Office-Plänen ist das SharePoint Online bereits inklusive. Dort kann man dann auch schon, auch unbewusst, das SharePoint direkt mit dem DMS anbinden, sodass dort die Benutzer direkt Dokumente in Business Central archivieren können. Genau. Das war auch zum SharePoint. Wie im Azure Blob Storage, wie sieht die Struktur dort aus? Wie arbeitet das DMS? An sich ändert sich für den Endanwender rein gar nichts. Also die Benutzung vom DMS innerhalb von Business Central ist eins zu eins genau gleich. Ja, der einzige im Endeffekt Unterschied ist eher in der Einrichtung vom Dokumentmanagement. Das heißt, wir legen dort zum Beispiel einmal fest, in welchen Tiers, die ich gerade schon erläutert habe, im Hot, Cold oder Archival-Tier, die einzelnen Inhaltstypen oder Dokumentenbibliotheken standardmäßig abgelegt werden sollen. Das heißt, ich habe zum Beispiel Dokumente, wie Kalkulationen oder so, die regelmäßig angepasst werden. Die würde ich natürlich dann nicht im Langzeitspeicher archivieren, aber Dokumente wie zum Beispiel Rechnungen, nachdem sie durchgebucht wurden und nur vielleicht nochmal rausgeholt werden müssen, wenn eine Wirtschaftsprüfung ansteht oder irgendwas nachgeschaut werden muss, können dann zum Beispiel im Archival-Tier einfach abgelegt werden, da die natürlich dann auch von den Kosten her der Abgriffe und den reinen Kapazitäten in den unterschiedlichen Tiers dann auch ganz anders sind. Ja, ein weiterer Vorteil für vor allen Dingen Projektmanager und Admins sozusagen vom DMS ist, dass die Datenstruktur, die du gerade erwähnt hast, im Azure Blob Storage gar nicht erst zum Repository veröffentlicht werden muss, sondern diese Struktur quasi on the fly, wenn ich ein Dokument ablege, automatisch im Hintergrund direkt generiert wird.
Das heißt, ich muss das Ganze nicht im Vorfeld einmal komplett schon zum Repository veröffentlichen, sondern das wird alles ja automatisch im Hintergrund generiert, wenn die Anforderung da gerade besteht. Ja, kommen wir einmal zum Punkt Unterschiede. Ich möchte das hier an dieser Stelle auch sehr kurz und knapp halten. Deswegen habe ich mir überlegt, machen wir das so ein bisschen ja, quartettmäßig, wo wir einfach mal gewisse Keywords reinschmeißen und uns einfach mal sozusagen dann die Unterschiede der einzelnen Repositories in dem Fall angucken. Kannst du mir zum Beispiel einfach mal was über die Speicherkapazität vom SharePoint Online sagen? Ja, und beim SharePoint Online befinden wir uns bereits mit den Lizenzen, die man kaufen kann, direkt bei einer festgesetzten Größe, die man direkt mit dem SharePoint erhält. Das ist dann der 1 TB, den man zur Verfügung gestellt bekommt. Und auch dort kann man nicht nur auf den Plan setzen mit Office-Produkten, sondern man kann auch einen SharePoint Plan 1 beispielsweise jetzt ohne die Revisionssicherheit erwerben. Das wäre jetzt eine Nutzerlizenz, ungefähr knapp 5 Euro. Und mit der Revisionssicherheit mit dem SharePoint Plan 2 würde man dann 10 Euro zahlen. Aber im Endeffekt hat man direkt eine Kapazität von 1 TB, aber pro Benutzer, den man dazu lizenziert, bekommt man noch 10 Gigabyte obendrauf. Ja, genau, das war so ein bisschen die Struktur, die SharePoint mit den Lizenzen auch aufbaut. Das heißt, je mehr Benutzer ich habe, desto höher kann ich meinen Speicher in dem Sinne ausbauen. Wie ist das beim Azure Blob Storage? Ist das unterschiedlich im Vergleich zum SharePoint? Also es ist natürlich, wie ich bereits schon erwähnt habe, mit diesem Pay-as-you-go-Modell ein ganz anderer Ansatz, da wir halt nicht userabhängig arbeiten, sondern rein für das zahlen, was wir auch tatsächlich an Kapazität benötigen. Um das mal einzuordnen, im Bereich von 0 bis 1 Terabyte, was ja ungefähr dann auch die Kapazität des SharePoints ist, sind die Preise noch relativ vergleichbar zwischen Azure Blob Storage und SharePoint Online. Sobald es dann über diesen Terabyte hinausgeht, ist die Kapazität im Azure Blob Storage halt viel günstiger zu erwerben, da es halt in dem Sinne einfach nur lineare Preise nach oben geht und im SharePoint würde man halt immer nur in 10 Gigabyte Schritten nach oben gehen mit einer neuen Lizenz, was halt, wenn man dann zum Beispiel 100 oder 200 Gigabyte mehr benötigt, dann schon sich zusammen addiert und natürlich dann auch entsprechend ein bisschen teurer wird und beim Azure Blob Storage wird das dann halt einfach linear ganz genau weitergehen. Ja, apropos Preise, wie sieht es denn bei den Kosten vom SharePoint Online aus? Muss ich da irgendwie nochmal Besonderheiten beachten? Genau, und da auch, wie ich es gerade ein bisschen erwähnt habe, ist, man hat die verschiedenen Pläne, einmal die Office-Pläne, also die Office E3 bis E5-Pläne und einmal die SharePoint-Plan oder die separaten SharePoint-Pläne 1 und 2. Da auch beim SharePoint-Plan 1 ungefähr 5 Euro, 4,20 Euro müssten es sein, aber auch dort kann man direkt mit dem SharePoint loslegen. Sobald aber die Revisionssicherheit in Frage kommt, kann man im SharePoint sogenannte Retention Labels erstellen, auf Deutsch Aufbewahrungsrichtlinien, sodass man dort die gewünschte Aufbewahrungszeit eingeben kann. In Deutschland zum Beispiel für Dokumente für Rechnungen, die man revisionssicher archivieren möchte, 10, am besten noch ein Jahr drauf, dass man das garantiert, sodass man 11 Jahre für die Aufbewahrungsrichtlinie und dann kann ich direkt das Dokument revisionssicher archivieren im SharePoint Online. Und auch dort müsste man dann quasi entweder den SharePoint Plan 2, wenn nur der SharePoint benötigt wird. Ansonsten geht man gerne auch auf die Office-Pläne, sodass man dort auf den beispielsweise den E3-Plan, sodass man dort einfach von den weiteren Office-Produkten profitiert. Bei Bedarf, da gibt es Microsoft, die Preise sind auch online bei Microsoft, die kann man sich jederzeit angucken. Aber da bietet Microsoft natürlich viel, viel mehr mit diesen E3 bis E5-Plänen. Dazu kommen neue Features und so weiter und so fort. Das DMS selbst benötigt eigentlich nur den SharePoint für die Anbindung. Aber der Rest ist quasi einfach nochmal eine Frage, die das Unternehmen dann quasi für sich selbst beantworten muss. Ja, alles klar. Ansonsten, beim Azure Blob Storage Pay As You Go, kannst du vielleicht ein bisschen detaillierter drauf einfach eingehen, wie wir uns das vorstellen können, wie das Pay As You Go Modell funktioniert? Ja, natürlich. In dem Sinne kann man es halt so verstehen, dass man halt in dem Sinne dynamische Preise hat. Beim SharePoint ist es ja so, man zahlt einfach für, angenommen jetzt 10 User, 10 Lizenzen, hat jeden Monat die gleichen Kosten. Beim Azure Blob Storage ist es halt wirklich genau die Abrechnung, wie viel Datenspeicherkapazität habe ich jetzt im Monat X verbraucht. Dazu kommen halt noch die leichten Gebühren für die Anzahl der Zugriffe, die wir, wie ich ja schon bereits erwähnt habe, im Cent-Bereich liegen. Was ich aber noch erwähnen möchte, auch im Azure Blob Storage kann man aber auch sozusagen fixierte Preise benutzen. Das sind sogenannte reservierte Kapazitäten. Die sind aber wirklich
nur für Unternehmen geeignet, die extrem große Datenmengen benötigen. Das heißt, es geht hier ab 100 Terabyte erst los mit den reservierten Kapazitäten und geht dann hoch bis eigentlich unendlich, sodass man da wirklich sagen kann, dass der standardmäßige DNS-Benutzer, der vielleicht ein paar hundert, ein paar tausend Dokumente im Monat handelt, eigentlich nie an diese Kapazitäten rankommen würde, um diese reservierten Kapazitäten nutzen zu müssen. Von daher empfehlen wir da in dem Sinne immer das dynamische Pricing, sodass man dann wirklich auch nur das zahlt, was man auch tatsächlich verbraucht. Sehr schön. Das heißt, auch dort, wir haben ja schon gehört, dass das Ganze sehr skalierbar ist, vom Preislichen her. Hast du da vielleicht noch ja, ein konkretes Beispiel, inwiefern man dort ja, sagen kann, wer sollte jetzt vom Preislichen her beim Azure Blob Storage, wie sollte man da agieren, vielleicht von der Unternehmensgröße her, in welche Richtung das vielleicht geht? Ja, wir können ja einfach mal annehmen, dass man eine ähnliche Kapazität wie der SharePoint Online benötigt. Das heißt, irgendwas bis 1 Terabyte zum Beispiel. Da liegen die Kosten zwischen ja, knapp 19 Euro, wenn man jetzt theoretisch alles im Hot-Tier ablegen würde, und 4,20 Euro, wenn man alles im Archival-Tier ablegen würde. Das heißt, die Kosten, da man ja in der Einrichtung sagt, okay, diese Dokumente sind in Hot, die in Cold und die in Archival, wird sich das vermutlich irgendwo zwischen diesen beiden Werten bewegen. Und natürlich kommen noch die leichten Gebühren für die Schreib- und Lesevorgänge hinzu. Einfach mal als Einordnung, wenn man jetzt 100.000 Schreib- und Lesevorgänge im Monat hat, sind das zusätzliche Kosten von 60 Cent. Also das kann man im Endeffekt eher vernachlässigen für diese Lese- und Schreibvorgänge. Und ja, ein weiterer Vorteil ist in dem Sinne, dass es natürlich besonders für große Unternehmen sehr attraktiv sein kann, das Azure Blob Storage, da man halt viel günstiger ist, wenn man wirklich extrem große Datenmengen verarbeitet. Auf der anderen Seite aber auch benutzerunabhängig arbeitet und somit quasi die reine Mitarbeiterzahl, die jetzt zum Beispiel mit Business Central oder mit dem Repository arbeiten würde, an sich gar keine wirkliche Rolle spielt, da man nur für die Speicherkapazität zahlt. Sehr gut. Ja, Stichwort Performance. Kannst du mal ein bisschen was über die generelle ja, Performance vom SharePoint Online in Kombination mit dem DMS von Simova erzählen? Also grundsätzlich müssen wir natürlich die Frage stellen, cloudbasierte ja, Plattformen wie jetzt SharePoint und Azure Blob Storage, welche Faktoren gibt es, wobei die Performance vielleicht beeinträchtigt werden kann. Natürlich spielt hier die große Rolle die Internetverbindung. Ja, einfach einen großen Aspekt da, weil wenn man eine schlechte Internetverbindung hat, kann es mal sein, dass der Abruf oder der Download von dem Dokument vielleicht sich ein bisschen verzögert. Aber an sich, das SharePoint Online hat keine großen Performance-Probleme, indem man aus dem DMS, wenn man da Dokumente also sich anzeigen lassen möchte oder downloaden lassen möchte, wartet man jetzt nicht lange auf ein Dokument. Wir sprechen da von ein paar Sekunden, Millisekunden, sodass man dort ja, die Dokumente direkt verwalten kann. Und auch dort ist das so, dass das SharePoint auch natürlich bis zu 250 Gigabyte, meine ich, auch dort Dokumente hochladen kann, wenn man möchte. Ist im Business Central Kontext ist das eine sehr, sehr, sehr große Datei, aber auch dort bietet das SharePoint auch gewisse Größen an, bei der man halt auch gewisse Dateien direkt in Business Central quasi ja, archivieren kann. Beim Azure Blob Storage denke ich, wir haben hier schon das Pay-as-you-go-Modell. Da denke ich auch von der Skalierbarkeit. Wie sieht es da aus? Da soll es auch ein bisschen einen Unterschied geben. Ja, generell kann man einfach sagen, dass Azure Blob Storage an sich natürlich auch für die Speicherung von unstrukturierten Daten, das heißt von Dokumenten, Videos, Bilddateien etc. optimiert ist. Und dass selbst das Archival-Tier, also die unterste Ablageebene, ja immer noch sehr schnelle Abrufzeiten bietet, sodass man da bei normalen Dokumenten, nehmen wir jetzt als Beispiel mal einfach zum Beispiel ein PDF-Dokument mit 10 Seiten, dass das immer noch in Millisekunden abgerufen werden kann von der Plattform. Und das sind natürlich dann ja Zeiträume, die für die menschliche Wahrnehmung in dem Sinne gar nicht zu unterscheiden sind. Das heißt, ob jetzt ein Dokument im Hot-Tier oder im Archival-Tier abgelegt ist und ich klicke im DMS auf die Dokumentenvorschau, werde ich keinen wirklichen Unterschied bemerken. Außer natürlich, wie du schon gesagt hast, dass die Internetverbindung ja eine Rolle spielen kann. An sich, wie gesagt, ist der SharePoint da, ach, das Azure Blob Storage da sehr performant, was die Abrufung von Daten, egal aus welchem Tier, angeht.
Sehr schön. Wenn ich jetzt mal kurz auf die Zeit gucke, möchte ich auch schon mal direkt darauf hinweisen, dass du am besten direkt mit der Live-Demo fortfährst Ja, sehr gerne. und würde dich daher einmal rüber zum Pult bitten. Hiermit möchten wir zeigen, wie schnell und einfach das DMS mit dem SharePoint und dem Azure Blob Storage schnell eingerichtet werden kann, ohne dabei, dass wir das Business Central verlassen. Im Hintergrund sehen wir bereits ein Business Central geöffnet. Auch hier befinden wir uns schon im DMS Admin Rollencenter, da wo wir die Einrichtung durchführen können. Aber auch hier ein kleiner Hinweis: Wenn Sie das DMS aus dem App Store installieren, zögern Sie nicht direkt, den kostenlos herunterzuladen und 30 Tage zu testen. Im Hintergrund sehen wir, wie gesagt, schon bereits im DMS Admin Rollencenter einen kleinen Bereich, der uns direkt anleiten soll, wie wir weiter vorgehen können. Diesen nennen wir Guided Experience und als ersten Punkt sehen wir bereits hier oben, dass wir ja, aufgefordert sind, uns eine Dokumentation anzuschauen, wenn wir jetzt Fragen haben. Das heißt, wir haben einen kleinen Beginn, quasi eine Einführung und können jederzeit uns die DMS-Dokumentation hier über die docs.simova-Seite anschauen. Kommen wir jetzt nun einen Schritt weiter, indem wir das DMS lizenzieren. Dafür gehen wir einfach in das Lizenztool, können auch direkt die AGBs damit zusagen und können unsere 30-Tage-Testlizenz hiermit erstellen, geben hier kurz nochmal unsere Informationen ein zu uns und können dann direkt die Lizenz damit 30 Tage kostenlos testen. Jetzt aktivieren wir unseren DMS-Benutzer, indem wir diesen auswählen, also dass wir ja direkt loslegen können. Die Lizenzierung ist damit erfolgreich beendet. So können wir jetzt in Business Central, wenn das jetzt geladen hat, einen Schritt weitergehen, wir werden diesen jetzt erstmal als erfolgreich durchgeführt markieren und kommen dann jetzt auch zur Einrichtung. Für alle Simova-Produkte, jetzt auch für das DMS, bieten wir Standard-Einrichtungen an. Das heißt, online stehen diese Einrichtungen bereits vorhanden und diese müssen nur noch ja, importiert werden. Ich gebe jetzt hier gerade schon unseren Category Key ein, sodass wir hier für unseren Webcast heute eine einfachere Einrichtung extra durchgeführt haben, denn wie wir es schon gehört haben, für das SharePoint ist es wichtig, dass man die Einrichtung nochmal in das SharePoint veröffentlicht. Das kann jetzt während des Webcasts etwas dauern, aber das war schon der Import der Einrichtung. Diesen können wir auch als abgeschlossen setzen und können jetzt die Repository-Einrichtung uns anschauen. Wir sehen unten links bereits eine Tour, die uns einfach nochmal die Begrifflichkeiten erklärt, die ich jetzt ganz schnell einfach mal weiterklicke, sodass wir über neu quasi unsere Repository-Definition erstellen können. Hiermit können wir quasi auswählen, welche Datenhaltungsebene wir jetzt anbinden möchten. Ich wähle hier SharePoint aus als Datenhaltungsebenen-Typ und kann einen Code dazu definieren. Und damit wird dann für uns automatisch im Hintergrund eine DMS-App erstellt und das direkt in Azure. Das heißt, wir müssen nicht in Azure abtauchen und der Benutzer selbst braucht kein Know-how, um diese Apps mit den jeweiligen Berechtigungen anzulegen, weil hier brauchen wir die DMS-App, um die moderne Authentifizierung auch gegenüber des SharePoint dann auch zu erstellen. Wir sehen hier das DMS bei Simova, die Azure-App, App-User, denen wir dann auch eine Berechtigung zuteilen können. Denn dieser authentifiziert sich anhand der Benutzer direkt am SharePoint, ohne dass der Benutzer selbst jedes Mal, wenn er das DMS nutzen möchte, seine Benutzerdaten angeben muss, um an das SharePoint zu erreichen. Ich gehe hier nochmal kurz zurück in die allgemeine Einrichtung, nur um zu zeigen, dass auch im DMS zu sehen ist, hier unter General, dass man auch die App-Registrierung dann auch sehen kann. Also das heißt, wir haben die Daten, wir haben auch den geheimen Schlüssel, also quasi einen Wert, den man für die Azure-App braucht, auch automatisch gegeben. Diese wird auch automatisch erneuert, sodass wir auch hier die komplette Verwaltung der App auch nicht mehr über das Azure laufen lassen, sondern direkt über das DMS. Ich gehe nun hier nochmal in die Repository-Definition. Hier muss ich nochmal meinen Typen ausgeben, da wir den jetzt gerade abgebrochen hatten. Und wir können jetzt hier entweder die neue SharePoint-Seite erstellen oder ich erstelle ein Ex oder kann einen Existing anbinden. Geben wir jetzt hier nun eine SharePoint-Seite ein. Da gebe ich jetzt Webcast SP ein. Da wird auch schon unsere Seiten-URL erstellt, kann auch direkt eine Sprache auswählen und wähle hier die moderne Authentifizierung. Diesen kann ich auch mehr überspringen und die SharePoint-Seite wird erstellt. Wir sehen, das war auch sehr schnell.
Wir setzen diesen als aktive Datenhaltungsebene und können direkt weitermachen. Hiermit haben wir jetzt auch schon die Einrichtung importiert, die SharePoint-Seite erstellt. Jetzt brauchen wir nur noch unter der allgemeinen Einrichtung erneut hier auf die Veröffentlichung gehen. Also wir müssen die Einrichtung nur noch in SharePoint veröffentlichen und das über einen Knopf. Und dieser wird jetzt automatisch für uns im Hintergrund erledigt. Hiermit möchte ich jetzt auch nicht die Zeit verlieren und wir wechseln jetzt einfach die Perspektive in eine andere Umgebung. Hier möchten wir die Azure Blob Storage Anbindung ermöglichen und wir sehen hier bereits eine vorinstallierte Umgebung. Hier haben wir das DMS, eigentlich die genauen Schritte, die wir gerade gemacht haben, schon durchgeführt, außer natürlich die Anbindung einer Datenhaltungsebene. Ich gehe jetzt hier über Allgemein nochmal in die allgemeine Einrichtung und erstelle direkt über dem DMS, ohne mich wieder in das Azure, also ohne mich dabei in Azure zu bewegen, die App-Registrierung. Hierbei wird auch ein DMS bei Simova-User wieder erstellt, also das, was wir gerade in der Anleitung oder der Guided Experience gesehen haben, kann ich diesen nochmal hier über die allgemeine Einrichtung auch steuern. Auch ganz schnell die Berechtigung zugeteilt, sodass wir hier auch mit der App arbeiten können. Wenn ich jetzt nochmal in die Repository-Einrichtung gehe, kann ich dann jetzt die neue Repository erstellen. Und hier wähle ich nicht SharePoint aus, sondern Azure Blob Storage. Auch hier kann ich diesem einfach einen Namen eingeben. Es ist ABS Webcast. Und zu Azure Blob Storage benötigen wir hier eine Azure Subscription, die wir auswählen. Diese wird schon bereits aus unserem Azure erkannt, da es in derselben Tenant ist. Und ich kann hier direkt quasi eine neue Azure Blob Storage Container erstellen. Hier geben wir einfach den einen Namen ein, können die Region auswählen, sobald jetzt der Name gespeichert ist. Natürlich nehmen wir hier Deutschland West, wählen wir aus und können auch hier nochmal die Redundanz unserer Datenbank quasi auswählen, also von Azure Blob Storage. Wir haben einfach eine höhere Auswahl und das ist, wie gesagt, auch ein bisschen der Vorteil von Azure Blob Storage im Vergleich zu SharePoint, sodass wir hier einfach andere auch Einrichtungsmöglichkeiten haben. Wir hatten jetzt auch hier ganz schnell auch den Zugriffslevel ausgewählt und den wählen wir jetzt als heiß. Max hatte uns auch da bereits uns die Information gegeben. Es gibt heiß, kalt und Archiv-Levels und auch dort kann man auswählen, in welchen die Dokumente im Standard archiviert werden sollen. Jetzt sind wir auch, oder haben wir jetzt den Azure Blob Storage auch erstellt und können jetzt ohne weitere Einrichtung durchzuführen, gehen wir einfach in den Debitoren, jetzt in irgendeinen. Wir sehen das DMS bereits hier auf der Liste, aber gleich auch in der Kartenebene ist das DMS nahtlos integriert. Ich eröffne jetzt hier einfach mal einen Ordner mit einem Beispieldokument und kann diesen einfach per Drag and Drop in die DMS Factbox hinterlegen. Wir sehen, das DMS fragt uns, was für ein Dokument wir ablegen möchten. Wir wählen hier sonstiges Dokument aus. Die Metadaten sind auch schon gefüllt und wir bestätigen das Ganze. Hiermit sehen wir auch schon, dass das Dokument archiviert ist und können auch abtauchen, um zu schauen, oder dass das Dokument bereits im DMS hinterlegt ist. Hier möchte ich aber nochmal in das Azure abtauchen, nur um auch einfach zu zeigen, dass hier die Dokumente auch zugegriffen werden können. Nicht nur direkt über dem DMS, sondern wenn man möchte, kann man auch in Azure quasi in den Container abtauchen. Und hier im Azure Blob Storage sehen wir auch schon auch das Dokument. Das heißt, wir können uns das Dokument jederzeit anschauen. Lassen Sie uns jetzt nochmal die Perspektive wechseln und nochmal in die Umgebung der SharePoint-Umgebung uns nochmal anschauen, weil die hat jetzt die Veröffentlichung erfolgreich durchgeführt. Und hier gehen wir auch nochmal in den Debitoren, um ein Dokument abzulegen. Wir werden jetzt auch sehen, dass wir hier einfach mal das Outlook öffnen und so, dass wir hier auch mal eine E-Mail direkt als Schriftverkehr hinterlegen können. Hier ist jetzt zum Beispiel ein von dem Debitor Datum Corporation und wir ziehen ihn auch wie eine normale Datei, wie wir vorhin gemacht haben, einfach per Drag and Drop in die Factbox rein und können diesen als Schriftverkehr direkt hinterlegen. Auch hier ist das Dokument jetzt erfolgreich im DMS archiviert und das Dokument wurde jetzt dem SharePoint übergeben.
Wir haben nun das DMS mit dem SharePoint und dem Azure Blob Storage erfolgreich angebunden und auch diese direkt aus Business Central beim DMS erstellt. Das heißt, wir mussten jetzt kein Know-how haben und mussten jetzt nicht den Aufwand machen, uns die SharePoint-Seite direkt manuell aus dem SharePoint zu erstellen oder auch die Azure Blob Storage-Anbindung aus Azure zu starten, sondern wir konnten diese direkt nahtlos in Business Central über das DMS durchführen und wir haben auch direkt Dokumente archivieren können. Die Verwaltung und den Zugriff haben sie auch direkt aus DMS. Also wie wir sehen, ändert sich eigentlich mit der Anbindung für das DMS rein gar nichts. Wir haben alle Funktionalitäten, die man bisher kennt, auch zukünftig haben wird, auf den Repositories. Das heißt, hier ist es ja einfach nur eine Philosophiefrage, inwiefern welches Unternehmen eher das SharePoint bevorzugt. Gegebenenfalls hat man bereits da die Lizenzen. Aber wenn man zum Beispiel auf eine höhere Skalierbarkeit setzt, dann kann man auch dort einfach das Azure Blob Storage vielleicht auch auswählen oder vielleicht mit dem SharePoint anfangen und später auf das Azure Blob Storage wechseln. So hat man einfach mehrere Möglichkeiten, mit dem DMS, aber mit dem DMS zu arbeiten. Damit wäre es das auch schon mit der Live-Demo und ich bedanke mich und wir bedanken uns herzlich für Ihre Teilnahme heute. Vielen Dank.